In World of Warcraft gibt es sogenannte Primalisten und Elementarstürme. Was es damit auf sich hat, was sie bringen und wie ihr euer Equipment relativ schnell damit leveln könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei OzzogUD, deinem Computer-, Technik- und Gaming-Kanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befassen uns heute mit den sogenannten Elementar- und Primalistenstürmen. Ich bin schon jetzt an einem Vorort, dass ihr euch das direkt angucken könnt. Hier gibt es einen Elementarsturm des Sandes. Sozusagen, also ein Erdelementarsturm, und der befindet sich auf der Karte hier unten im temporalen Konflux, wenn man durch das Portal geht. Damit sind wir in einer anderen Zeitlinie und damit kommen wir zu diesem Elementarsturm. Neben diesem Elementarsturm ist immer noch ein zweiter auf der Karte aktiv. Wir müssen mal kurz gucken, wo der sich befindet. Hier drüben an der Drachen, ja, Obsidianfestung, Drachenschuppenbasislager, da ist ein Frost- oder ja, Eiselementarsturm. Da wäre sozusagen der zweite. Die Elementarstürme, die sind mal 2 Stunden lang aktiv und dann gibt es eine Stunde Pause dazwischen. Und dann kommen wieder welche. Das heißt, ihr könnt jederzeit mal diese Elementarstürme besuchen und gucken, was ihr dort erfahren könnt. Jetzt fragt ihr euch, du Ozzog, warum soll ich denn diese Elementarstürme überhaupt machen? Die gehören zum Standard, ja, WoW-Portfolio aktuell in Dragonflight. Wenn ihr euren Charakter das erste Mal auf Stufe 70 gelevelt habt, werden diese euch auf der Karte angezeigt. Und wenn ihr euch in diesem Gebiet dann aufhaltet, gibt es diese, ja, Elementarsymbole, wie ihr sie hier sehen könnt. Und alle Gegner in dem jeweiligen Gebiet sind mit Elementar Energie verstärkt. Das heißt, meistens handelt es sich da schon um ein 70er Levelgebiet und ihr seht schon, hier wird schon fleißig gekämpft mit den frostgebundenen Eroberern oder hier drüben mit so einer Unterwerferin. Hier sind alle Elementar durchdrungen. Das seht ihr an diesem Buff hier, Elementar erfüllt. Und wenn ihr diese Diener in den jeweiligen Gebieten besiegt, dann haben die eine Chance, eine sehr wertvolle Materialie für euch, also jetzt vor allen Dingen im Anfang des Addons, wenn euer Charakter noch nicht so gut equipped ist, fallen zu lassen. Ich mache dafür mein Charakterfenster auf und unter dem Reiter hier Abzeichen, da findet ihr den sogenannten Elementarüberfluss. Das sind Essenzen, die ihr von dem Besiegen dieser Gegner erhaltet. Das heißt, meistens solltet ihr sowas in einer Gruppe machen und solltet entsprechend euch halt 2, 3, 4, 5 Kumpels nehmen, um das ganze Gebiet abzufarmen. Jetzt fragt ihr, oh Ozzog, dieser Elementarüberfluss, schön, dass ich den farmen kann. Was bringt der denn überhaupt? Dieser Elementarüberfluss, der wird benötigt, damit ihr in Valdrakken in der Hauptstadt diesen gegen Gegenstände tauschen könnt. Also damit könnt ihr sozusagen euren frischen Stufe 70er Charakter hochequippen und damit habt ihr dann die Möglichkeit, ja, diese in elementaren Überfluss einzutauschen gegen Gegenstände, die ihr euch halt anziehen könnt. Es gibt auch für dieses Elementarset einen entsprechenden Set-Boni. Das heißt, wenn ihr 5 oder 6 Teile des gleichen Sets habt, bekommt ihr in der freien Welt in World of Warcraft Dragonflight einen Bonus, mit dem ihr sozusagen dann mehr Schaden macht an den Gegner, euer Primärstat erhöht wird und so. Nachdem ich jetzt eine größere Gruppe von diesen, ja, frostgebundenen Unterwerfern besiegt habe, kann ich die natürlich looten und dann seht ihr, wunderbar, ich kriege jetzt aus einer Gruppe 25 Elementarüberfluss raus. Bedeutet natürlich auch, wenn je mehr ihr von diesen Viechern beseitigt und tötet, desto effektiver könnt ihr diesen elementaren Überfluss farmen. Außerdem habt ihr in jedem Gebiet die Möglichkeit, einen sogenannten Elementarstein zu finden. Wir befinden uns jetzt hier in einem Erdelementarsturm und wie es nicht anders sein sollte, habe ich diesen Gegenstand schon in meinem Inventar. Hier seht ihr ihn, das ist ein Ur-Erdkern. Den kriegt ihr, wenn ihr ja genug Viecher tötet. Das ist zufällig. Jeder Mob hat sozusagen eine zufällige Dropchance, diese Kerne fallen zu lassen. Und es gibt 4 Arten dieser Stürme. Das heißt Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und wenn ihr jeweils jeden Elementarsturm, ja, belegt und die Gegner dort besiegt, habt ihr die Chance auf 4 solcher Kerne. Diese Kerne könnt ihr einmal in der Woche einsammeln und diese geben euch eine weitere Währung, mit der ihr dann entsprechend bei einem Händler in Valdrakken Gegenstände verbessern könnt. Um euch das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, wir befinden uns jetzt genau in der Hauptstadt in Valdrakken und zwar auf der Karte an dieser Enklave, neben der Obsidian-Enklave und der Saphir-Enklave. Hier ist ein kleiner Turm und da seht ihr schon verfügbare Quest, die Sturmwoge. Hier müsst ihr sozusagen hingehen und hier könnt ihr euch eure Quest abholen, um diese Elementarstürme zu besuchen. Ihr bekommt dann, wenn ihr diese Quest annehmt, ein Sturmsiegel, wenn ihr halt entsprechende Elementare besiegt. Das dauert eine Weile und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr natürlich die Quest abgeben und bekommt ein Sturmsiegel. Wie eben gerade schon erwähnt, gibt es die verschiedenen Kerne, also ein Ur-Erdkern, Ur-Feuerkern, Ur-Wasserkern, Ur-Luftkern und diese könnt ihr einmal in der Woche einsammeln.
Das heißt, insgesamt könnt ihr 4 Kerne sammeln und jeder Kern gibt neben dieser Quest 2 weitere Sturmsiegel. Das bedeutet, ihr könnt insgesamt pro Woche ja 9 dieser Sturmsiegel sammeln und ihr seht schon, hier sind Gegenstände, die mit den Sturmsiegeln gekauft werden können. Das heißt, in einer Woche könntet ihr sozusagen genug, ja, Sturmsiegel sammeln, um einen Gegenstand zu kaufen. Wichtig dabei, ihr müsst, bevor ihr das höhere Item-Level kaufen könnt, bei diesem hier, bei diesem Drachen Mycera, die unerfahrene Urzeitforscherin, eines der Grund-Items der jeweiligen Stufe kaufen. Ihr seht, ich habe jetzt hier auf diesem Charakter 90 Elementarüberfluss und wenn ich mir zum Beispiel diesen Gürtel kaufen wollen würde, der besser ist als den, den ich gerade trage, dann bräuchte ich dafür 200 Elementarüberfluss. Das heißt, man kann im Grunde genommen mit einer guten Gruppe und auch mit Leuten, die Bock dazu haben, diesen Elementarüberfluss grinden, um damit dann auch alle Gegenstände für beispielsweise das kosmetische Set zu farmen. Zusätzlich könnt ihr noch ein Haustier hier kaufen und natürlich auch noch ein Reitmount. Dieses kostet insgesamt 2000 Elementarüberfluss. Und wenn ihr diese natürlich dann fertig habt, habt ihr halt diesen geilen Sturmbalg-Salamander, der so aussieht. Also, das heißt, es ist mit ein bisschen Zeit verbunden, das Ganze zu farmen, ist aber für euch, wenn ihr jetzt gerade keine Mythic Plus Renner seid oder viel in der Schlachtzugsgegend unterwegs seid, eine gute Möglichkeit, eure Gegenstandsstufe auf eurem ja gerade frisch gewordenen Stufe 70 Charakter zu verbessern. Wenn ihr dann das Grunditem habt, könnt ihr bei diesem Händler, also bei Rechiles, bei dem ihr auch die Quest angenommen habt, dann euren Gegenstand verbessern, indem wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel wieder von diesem Hüftgurt. Ich brauche den Hüftgurt in der Grundform. Der ist sozusagen mit 350 zuerst zu kaufen und dann brauche ich 5 Sturmsiegel und kann diesen dann direkt auf die Itemstufe 385 upgraden. Bei diesem Set seht ihr schon, es handelt sich um ein Sechser-Set, also ich brauche den Gürtel, ich brauche die Schultern, ich brauche die Füße, den Kopf, die Hände und die Armschienen, um das Sechser-Set voll zu machen. Und ihr seht, dann bekomme ich die Möglichkeit, einmal nicht zu sterben und hab sozusagen in der freien Welt von WoW Dragonflight einen Free Death, mit dem ich dann halt überlebe und sozusagen kurze Zeit unverwundbar werde. Das Ganze ist natürlich relativ einfach zu machen. Meistens gibt es in den Gebieten, wo so ein Elementarsturm herrscht, auch immer noch eine große Gruppenquest. Zum Beispiel hier ist es so, der Elementarsturm, der befindet sich in dem Obsidian-Bollwerk, wo ihr diese, ja, Festung zurückerobern müsst. Falls diese gerade aktiv ist, nutzt das einfach mal aus und tötet dann so viele Viecher, wie ihr könnt, dort in dem Bereich, um damit diesen, ja, Elementarsturm einfach mal mitzunehmen. Ansonsten haben wir hier unten jetzt noch in der Brackenfellhöhle auch einen Elementarsturm. In diesem Bereich gibt es auch manchmal eine Daily Quest, also eine ja, Gruppenquest, die dafür benötigt wird, dass man sagt, mit einer Fünfergruppe muss man da Viecher töten, dann kriegt man nochmal ein bisschen Ruf oder ein bisschen Gold. Und dann könnt ihr euch natürlich auch extra aktiv im Tool für das Farmen dieser jeweiligen Elementarstürme anmelden. Das Ganze, wie gesagt, dauert mal eine Woche, heißt also von Mittwoch zu Mittwoch. Am nächsten Mittwoch ist sozusagen dann wieder der ID-Reset und dann könnt ihr wieder 9 weitere Sturmsiegel sammeln. Um euch das an einem praktischen Beispiel jetzt noch zu zeigen, bin ich jetzt gerade zu diesem, ja, Luft-Elementarsturm gegangen und dann spawnen auch in diesem Bereich immer mal wieder zufällige Rarmobs. Ihr seht das hier an diesem silbernen Rahmen, wie diesem Blasenfell. Und ja, ihr müsst eigentlich nicht viel tun. Kurze Zeit später kommen eigentlich ja, in Sekunden einige andere Mitspieler an WoW zu diesem Ort und wollen natürlich halt auch diesen Rarmob beseitigen, der dann natürlich in dem Moment irgendwann, wenn er tot ist, euch auch ein gutes Item oder mehr Ressourcen droppen kann. Die spawnen regelmäßig nach und ihr habt während der gesamten Zeit, während ihr diese, ja, Elementarstürme spielt, immer wieder die Möglichkeit, Rarmobs zu besiegen. Und ja, dann schauen wir mal, was uns dieser Boss gedroppt hat. Der hat uns hier sogar eine, ja, 385er Kriegsklefe gedroppt. Wäre ich jetzt ein Demon-Hunter, würde ich mich massiv freuen, weil das ist schon ein gutes Upgrade. Ich bin aber Krieger, deswegen kann ich diese Waffe einfach nicht benutzen. Trotzdem sehr, sehr gut. Ihr kriegt auch noch zusätzlichen Ruf bei den Tusker der Iskara, wie ihr hier seht, und natürlich halt auch noch ein paar Jagdtrophäen. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Ihr müsst, wenn ihr selber jetzt beispielsweise wie ich ein Tank seid, einfach nur größere Gruppen zusammenpullen und meistens sind in den Gebieten auch Leute dabei, die halt auch das Ganze farmen. Wenn nicht, dann einfach in eine bestehende Gruppe reinjoinen über das Gruppentool. Habe ich hier unten mal versucht zu machen, habe mich da mal angemeldet, bisher noch keine Einladung bekommen.
Das heißt, somit sind wir jetzt hier auch schon am Ende dieses Guides angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt mit diesem praktischen Beispiel am Ende noch ja, ein bisschen weiterhelfen konnte, ihr das Ganze auch versteht. Gerne noch in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit den Elementarstürmen schon mal ausprobiert habt, ob ihr damit euer Gear schon verbessert habt und natürlich gerne auch noch ein kostenfreies Abo dalassen, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!